Die neuen 2024er Versionen von PhotoVision, VideoVision und Stages sind da und bringen viele tolle neue Effekte und Funktionen mit. In diesem Video möchte ich euch den Effekt 2D-Kameraschwenk vorstellen, den es in VideoVision und Stages gibt. Damit lässt sich zum Beispiel dieser Bucheffekt animieren. Der Effekt hilft euch aber auch, andere Ideen schnell umzusetzen. Ihr findet den 2D-Kameraschwenk in VideoVision und Stages bei den Objekteffekten. Ich verlinke euch auch die Demo-Version, dann könnt ihr es ausprobieren, falls ihr Version 2024 noch nicht habt. Zieht man den Effekt in die Timeline, sieht man ein Objekt, was 5 Spuren beinhaltet. Dabei ist in der ersten Spur ein Bild, ein Buchhintergrund. Die weiteren 4 Objekte sind Platzhalterbilder, die auf diesem Buch platziert sind. Ich befülle die Platzhalterbilder einfach einmal. Dafür ziehe ich meine Fotos direkt auf das Platzhalterobjekt. Die Größe und Position wird dann automatisch übernommen. Und dann spiele ich den Effekt einmal ab. Und man kann beobachten, dass zuerst das erste Foto gezeigt wird und dann die Fotos so abgeschwenkt werden, wie die Reihenfolge innerhalb des Effektes vorgibt. Dieser Effekt 2D-Kameraschwenk nimmt euch also einfach Gestaltungsarbeit ab. Ihr braucht nicht mit einer Flexikollage und Kameraschwenks arbeiten, sondern der Effekt schwenkt automatisch über alle Inhalte. Möchte man ein anderes Foto als letzte Schwenkposition, kann man das in der Spurreihenfolge einfach ändern und dann würden die Bilder in dieser Reihenfolge erscheinen. Dann schauen wir uns den Hintergrund noch einmal genauer an. Dieser ist keine eigene Schwenkposition in dem Sinne, da er in den Effekt Eigenschaften als Hintergrund markiert ist. Also hier gibt es diese Einstellung, erstes Bild als Hintergrund verwenden. Wir können auch einfach mal ein anderes Bild als Hintergrund einsetzen. Ich kopiere hier mein erstes Kapitel und statt des Buches nehme ich jetzt ein anderes Bild. Hier findet ihr übrigens ganz viele neue, tolle Hintergründe für eure Projekte. Unter anderem ist diese Wand hier. Die füge ich nun in die erste Spur des 2D-Kameraschwenkeffektes ein und entferne mein Buch. Jetzt ist die Wand mein Hintergrund. Und dann kann ich auch gleich einmal meine Bilder hier umplatzieren, etwas größer machen, drehen und anders anordnen. Und spiele ich den Effekt jetzt ab, sehen wir auch wieder, wie die einzelnen Fotos nach und nach abgeschwenkt werden. Gleich noch ein paar Tipps dazu. Achtet darauf, welche Einblendungen ihr verwendet. Ich hatte jetzt hier bei der Mauer das Alpha-Blending, aber das möchte ich hier gar nicht, denn die Wand soll sofort da sein. Ich stelle die Einblendung auf keine. Außerdem konnte man an einigen Stellen beobachten, dass schwarzer Hintergrund zu sehen ist. Zum Beispiel hier oben rechts. Achtet auf die Ränder. Das liegt daran, dass meine Mauer für die automatischen Zooms nicht groß genug ist. Und natürlich gibt es Wege, das zu umgehen. Einer wäre, ihr nutzt für den Hintergrund das Hintergrundfüllen an und stellt statt Schwarz eine andere Farbe ein. Ich nehme hier so einen dunklen Orangeton aus der Mauer. Und das Orange sorgt dann dafür, dass die Übergänge etwas versteckt sind und nicht mehr zu sehen ist, dass das Bild eigentlich zu klein ist. Eine andere Möglichkeit wäre, dass Hintergrundbild, also diese Mauer einfach zu vergrößern und über den sichtbaren Bildbereich hinausragen zu lassen. Da müsst ihr dann aber auch schauen, wie es im Vollbild wirkt. Das funktioniert nur bei Fotos oder Hintergründen, die eine hohe Auflösung haben. Man könnte aber auch versuchen, die Fotos weniger weit am Rand zu platzieren und größer zu machen, sodass der Zoom einfach nicht so weit an den Rand gehen muss. Und natürlich könnt ihr in den Effekteinstellungen auch noch Änderungen vornehmen. Noch ein kurzer Hinweis zu den Bildeffekten. Die Fotos hier haben in der Vorlage alle einen Schatteneffekt. Der ist hier am Rand zu erkennen. Wenn ihr den nicht möchtet, könnt ihr den auch entfernen. Markiert alle Bilder in der Timeline. Geht an den Reiter Bildeffekte und dann wählt ihr hier den obersten Kein Bildeffekt. Doppelklick, dann ist dieser Schatten weg. Ihr könntet auch andere Bildeffekte zufügen, klar. Aber jetzt kehren wir nochmal zu den Effekteinstellungen zurück. Schauen wir uns das noch einmal mit dem Hintergrund an. Bei diesem Beispiel hatten wir gesagt, das erste Bild soll als Hintergrund verwendet werden, also diese Mauer. Ich zeige jetzt nochmal eine Variante, ohne dass man das erste Bild als Hintergrund verwendet. Dafür kopiere ich das Kapitel wieder.
Ich entferne die Mauer und in den Effekteinstellungen auch das Häkchen hier. Und dann lege ich einen Hintergrund außerhalb des 2D-Kameraschwenks, zum Beispiel hier dieses Weltallbild. Ich entferne wieder die Einblendung. Meine vier Bilder im 2D-Kameraschwenkeffekt werden jetzt vor diesem Hintergrund angezeigt. Und beim Abspielen sieht man, der Hintergrund bleibt starr und vorne werden meine vier Elemente abgeschwenkt. Man könnte dem Hintergrundbild auch noch einen Kameraschwenk-Zoom geben oder einen Live-Hintergrund verwenden. Probiert es aus. Ihr könnt mit diesem 2D-Kameraschwenk verschiedenste Effekte erzielen. Aber kehren wir nochmal zu unserer Buchgeschichte zurück. Da möchte ich euch noch ein paar Sachen zeigen. Ich kopiere mir wieder das Beispiel von vorhin und entferne nochmal alle Bildeffekte. Und dann entferne ich auch nochmal zwei Bilder und positioniere die verbliebenen beiden etwas um, mache sie etwas kleiner, dass sie genau auf die Seite passen. Und dann erinnern wir uns, dass jedes Bild innerhalb des Effekts eine Kameraschwenkposition darstellt. Das ist eine feine Sache, kann aber auch mal Probleme bereiten und deshalb zeige ich euch einen Trick. Ich füge jetzt hier beispielsweise mal ein Smiley als Dekoration ein und setze den mir hier unten auf das Foto, damit der Tourist nicht so präsent ist. Und spiele ich das jetzt ab, erzeugt der Smiley eine eigene Kameraschwenkposition. Und wir sehen als erstes das Foto vom Buckingham-Palast, dann geht's zur Tower Bridge und die nächste Schwenkposition ist der Smiley. In meinem Fall möchte ich aber nur Buckingham-Palast und Smiley einmal zusammen sehen. Dafür gibt es einen Trick und den verrate ich euch natürlich. Und zwar legt man für diesen Zweck das Foto und den Smiley in eine Flexikollage. Passt hier auf mit der Dauer. Die könnt ihr direkt am Effekt ändern. Der Inhalt der Flexikollage wird jetzt als ein Objekt betrachtet. Man muss nur beachten, die Skalierung erfolgt jetzt nicht mehr direkt am Bild. Also ich entferne hier den Bewegungspfad und auch am Smiley entferne ich den Bewegungspfad und stelle mir die Collage aus Bild und Smiley hier neu zusammen. Dann markiere ich den Rahmen der Flexikollage und lege darüber meine Größe und Position auf dem Hintergrund fest. Also ich verkleinere das Ganze, nehme hier wieder diese Drehung vor und passe das an der Flexikollage von der Größe her richtig ein. Und beim Abspielen sieht man dann wieder, es gibt nur zwei Positionen im Kameraschwenk, einmal von der Flexikollage und einmal vom zweiten Foto. Auf diese Weise könnt ihr auch noch Beschriftungen auf den Seiten platzieren oder mit weiteren Dekorationen arbeiten. Und vielleicht auch noch interessant, wenn ihr die große Gesamtkonstruktion noch zeigen wollt, also das gesamte Buch, könnt ihr an den Effekteinstellungen dieses mit Schwenks am Anfang und Ende aktivieren. Dann wird nicht direkt beim ersten Bild gestartet, sondern es ist zunächst noch eine Kamerafahrt auf das erste Bild zu sehen. Und am Ende wird auch nochmal das Gesamtkonstrukt gezeigt, wenn dieses Häkchen gesetzt ist. Um den Effekt von der Dauer her insgesamt zu verlängern, empfiehlt sich dieser neue Button hier oben. Diese Funktion war früher bei den Aktionen versteckt und ist nun in Version 2024 wesentlich prominenter platziert. Damit erhöhe ich die Dauer des Effekts und aller inneliegenden Objekte gleichermaßen auf 15 Sekunden. Und da ich mir gut vorstellen kann, dass der eine oder andere von euch vielleicht mehrere solcher Buchbetrachtungen aneinanderketten will, zeige ich euch auch noch davon eine Variante. Diese werde ich dann auch in den VIP-Club legen, als downloadbares Projekt. Ich habe hier jetzt die Buchanimation von eben und noch dahinter eine zweite ergänzt. Die erste Seite besteht also hier aus diesem Bild links mit dem Smiley und dem Bild rechts. Bei der zweiten Buchseite, ich stelle es hier nochmal kurz um alles zu zeigen. Bei der zweiten Buchseite habe ich das Bild rechts oben, dann die Flexikollage hier auf der linken Seite und das Bild rechts unten. Würde ich das jetzt hintereinander abspielen, hätten wir den Effekt, dass von der ersten Seite in die Totale gezoomt würde und von der Totalen auf das Bild rechts oben bei der zweiten Seite gezoomt würde. Ich möchte jetzt aber bei der ersten Seite beim Bild rechts oben enden
umblättern und bei der zweiten Seite beim Bild rechts oben starten. Dafür nehme ich einige Einstellungen vor. Zunächst bei der ersten Seite, also bei der ersten Doppelseite, entferne ich das mit Schwenks am Anfang und Ende, denn ich möchte am Ende nicht in die Totale zurückfahren. Außerdem erhöhe ich den Zoom, damit das letzte Bild mit möglichst wenig Rand von unserem Buchfoto gezeigt wird. Und dann stelle ich den Effekt noch auf Liegen lassen, weil wir alle Buchbestandteile noch für die Überblendung brauchen. Am zweiten 2D-Kameraschwenk nehme ich dann weitere Einstellungen vor. Und zwar möchte ich hier auch nicht mit einem Schwenk am Anfang und Ende starten, sondern direkt auf meinem ersten Bild. Auch hier erhöhe ich den Zoom, damit möglichst wenig von meinem Buchumschlag zu sehen ist. Und dann packe ich den Effekt in eine Flexikollage ein. Und diese Flexikollage bekommt die Einblendung Seite wegblättern. Damit wird die zweite Doppelseite dann eingeblättert werden. Abgespielt sieht es dann so aus. Wir starten im Moment direkt auf dem ersten Bild der ersten Seite. Dann geht es zum zweiten Bild. Hier muss man einfach gut darauf achten, dass die Reihenfolge der Bilder in den einzelnen 2D-Kameraschwenks korrekt ist. Und wenn das der Fall ist, dann landet man beim Umblättern auf dem ersten Bild der rechten Seite und die restlichen Bilder werden abgeschwenkt. Und noch ein letzter Trick. Wenn man nun möchte, dass bei der ersten Doppelseite auch in der Totalen gestartet wird, kann man das mit einer Flexikollage im Effekt erreichen. Und zwar lege ich einfach nur eine leere Flexikollage unter die erste Seite. Das heißt, dies ist jetzt eine Schwenkposition. Und das Gleiche kann ich auch machen, wenn ich am Ende meiner zweiten Seite auch nochmal das ganze Konstrukt zeigen will in der Totalen. Dann setze ich hier auch noch eine leere Flexikollage ans Ende. Ich spiele es gleich nochmal im Vollbild ab. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Danke!